Hallihallo, hier ist das Ruhrgebiet, hier ist Train the Play. Ich begrüße euch ganz herzlich von der Baureihe 146 in diesem ganz, ganz schönen Repaint vom lieben Selemir. Das ist der gleiche, der uns auch diese Maske auf, sonst Lockdown, das Repaint schon mal gebaut hat. Das habe ich auch, glaube ich, schon mal gezeigt. Und auch hier wieder die Beregio in Baden-Württemberg. Ganz, ganz toll gemacht, wirklich mit allen Details. Da steckt so viel Zeit drin, das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Das hat sehr lange gedauert. Allein die ganzen Anschriften hier am Wagen, die Beregio AG, Regionalverkehr Baden-Württemberg in Ulm, das passt natürlich nicht mehr so ganz zur Hauptstrecke Rhein-Ruhr, aber was soll's. Wir steigen einmal in den Führerstand ein und drehen uns mal nach hinten, schalten LZB, PZB und SIFA an. Einmal hier die Spitzensignale ausgewählt. Türen können wir auch schon wieder schließen. Ziehen noch kurz die Bremse an. Oberleitungsstrom ist an, sehr gut, Hauptschalter ist drin, BZB funktioniert, AFB machen wir uns an, gehen wir auf die, wir dürfen ausfahren mit 90 sogar, ja, und dann machen wir noch einen Screenshot, lösen die Bremsen und schalten Leistung auf. Wir fahren hier auf dem RE1 in Richtung Hamm. Die Soundmod vom Justus ist auch dabei. Ich habe euch das Repaint in der Videobeschreibung verlinkt. Also auf jeden Fall Daumen hoch, das Repaint ist schon sehr, sehr schön gemacht. SIFA kümmern wir uns darum, Godmode wie immer mit dabei, kann uns hier den Bewölkungsgrad ein wenig umstellen. So, bald müssen wir das nicht mehr per Mod machen, sondern bald können wir das tatsächlich im Spiel live erleben, in TSW 3. Einmal die AFB hoch auf 150. Genau, ja, bald in TSW 3 haben wir einen dynamischen Himmel. Da verändern sich dann die Wolken eigenständig und sind auch keine 2D-Textur mehr wie hier, sondern tatsächlich 3D-Wolken, die einen Schatten werfen und alles. Und das Ganze sieht halt dann deutlich, ja, organischer aus, könnte man vielleicht sagen. Unser nächster Halt ist Mülheim an der Ruhr Bahnhof. Muss mal ganz kurz gucken, ob wir hier irgendwas am FIS einstellen. Minden. Fahren wir nach Minden? Ne, wir fahren ja eigentlich nach Hamm. Da. Okay. Da steht nichts. Also ein sehr, sehr schönes Repaint. Aber wir sollten noch besser auf die Signale achten. Haben noch 4 Kilometer, dann müssen wir halten. Ja, zum TSW 3, weil es da immer wieder Fragen gab, auch jetzt in den letzten Videos. Nochmal so ein paar Basic-Informationen dazu. Es ist tatsächlich so, dass beim TSW 3
alle Inhalte aus dem TSW 2 spielbar sind ab dem 6. September. Das heißt also, man muss nichts doppelt kaufen. Wenn man den TSW 3 besitzt, kann man auch alle anderen Log-DLCs und Routen, die man so hat, auch spielen. So, das sieht aus wie ein haltzeigendes, halt ankündigendes Signal, ist aber nicht für uns. So, noch 2,4 Kilometer. Ich glaube, wir können schon mal so ein bisschen die E-Bremse reinnehmen. Macht man das schon so früh? Vermutlich nicht, ne? Da links der Gegenzug. So, was war das jetzt? 110. Ein Kilometer noch. Vorne sehen wir schon diese markanten Türme am Himmel. Da kann man ganz gut erkennen, dass man sich auf dem Hauptbahnhof zu bewegt. Und hier vorne ist der Bahnhof. Ist er da schon? Ja, das ist er schon. Der Bahnsteig ist vergleichsweise lang. Also müssen wir nicht so hart reinbremsen. Tür auf. Können wir eigentlich, wenn wir das Fenster hier aufmachen, uns da rauslehnen? Ja. Ach, das finde ich immer ganz toll. Da sehen wir es. Minden in Westfalen. 6.23 Uhr, wir sind pünktlich. Hier sind übrigens in Realität auf diesen einzelnen Kreisen sind in Realität tatsächlich, glaube ich, Fotos drauf von Gesichtern, dass man das jetzt nicht unbedingt im Szenario-Designer nachbaut. Ist doch irgendwo klar. Gerade die Bremsen nicht lösen. So, wir hören, wie sich die Bremsen lösen. Naja, die RB33. So, als nächstes halten wir dann in Essen.
Was wir jetzt natürlich machen könnten, ist hier so ein bisschen quasi dynamisches Wetter, ein bisschen Regen. Ja, wobei dafür müsste es eigentlich noch ein bisschen bewölkter sein, finde ich. Und der Nässegrad muss noch höher. Okay, das sieht jetzt aus wie eine atomare Vollkatastrophe. Was können wir denn noch machen? Egal, lassen wir es so. So, auf die 160 hoch. Kleiner Sommerregen. Eigentlich hier noch sinnvoll wäre, so die Nebeldichte. So. So, vorbei hier links an Essen-Frohnhausen. Das heißt also, wir können schon mal die Leistung runternehmen. Allzu weit ist es nicht mehr. Essen West. Ja, ich würde sagen, langsam ist es Zeit zum Bremsen. Ankündigung auf 130. Hier haben wir dank der Mod vom lieben Fabian ein wenig Rollmaterial abgestellt. Hier sind es dann 110. So, und da vorne ist schon der Bahnsteig. So, wir versuchen vorne mit dem Signal zu halten. So, Tür auf. Dann würde ich sagen, machen wir es einmal zack, zack und zack. So.
Ups. Da. Hat gerade das Spiel ein bisschen gehakt. So. Uhr, wir sind pünktlich. Ich will essen. Ist jetzt gerade nicht viel los um die Uhrzeit. Eine 4:25 ist abgestellt. Aber das war's dann auch. Naja. Gucken wir besser nicht dahin. So, bremsen lösen. Links fährt noch eine S-Bahn ein, könnte die S1, nee, ist die S2. Ja, 143. Dann halten wir noch einen Wattenscheid. Ab hier dürfen wir 130 fahren, also stellen wir mal bei der AFB auch 130 ein. So. Da fährt die S. Habe ich nicht gesehen, welche S-Bahn das ist? S1. Da ist ein ICE abgestellt. Okay, und hinter dieser Weiche dürfen wir dann 150 fahren. Nämlich ab hier. Natürlich erst, wenn unser ganzer Zug dann vorbei ist. Also jetzt ungefähr. Und sogar schon 160. Können wir direkt einstellen und jetzt mal ordentlich beschleunigen. Wobei an Kreis Süd. Vorsignal ist grün. So, 2,8 Kilometer noch.
lass mal den Zug ausrollen. Ein kleines bisschen. Und nehme schon mal die E-Bremse rein. Bisschen Luftdruckbremse. Die E-Bremse voll rein. So. Was haben wir hier? Den RE11. Wird mittlerweile mit dem Siemens D0 HC bedient. Aber haben wir nicht im Spiel und ich finde, der 425er macht da eine gute Form. Oh, was mir auffällt, was wir gar nicht gemacht haben. Zuglichter an. Tja, liebe Fahrgäste, sorry, ihr musstet alle im Dunkeln sitzen. So, Bremse hat sich gelöst. Da haben wir es jetzt gesehen, komplett auf grün umgesprungen. Und als letzter Halt. Sorry, als letzter Halt dann Bochum. So, 140 haben wir jetzt fast erreicht. Vorsignal ist grün. Hier rechts die Gleise der S-Bahn.
So, und wir haben halt zu erwarten. Okay, kein 1000 Hertz Beeinflussung. Komisch. Das ist Bochum. Ich konnte es nicht lesen. Ja, halt zu erwarten. Wird bestätigt. So, jetzt. So, 60 am Bahnsteigsanfang. Sind wir pünktlich? Ja, wir sind pünktlich. Schaut euch das an. Auf die Sekunde genau werden wir pünktlich sein. Kommt nicht so oft hier vor. So, 500 Hertz Magnet ist angesprungen. Und wir halten hier bündig unter dem Bahnsteigsdach. Türen auf. Genau. Und das war's dann auch für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Alles Gute, alles Liebe.